Aber der, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Roadblock The Farmers. Wenn euch das Video gefällt, lasst es ein Like und ein Abo da. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare. Schaut es in der Beschreibung vorbei, da ist auch der Topspin verlinkt. Zusammen mit LS22 Vorbestellungslinks. Und ja, werft uns euer Feedback in die Kommentare. Na, da sind wir immer sehr gespannt drauf. Was ihr findet, was wir besser machen sollen oder was wir so beibehalten sollen oder. So, in der letzten Folge hatten wir ein kleines Malheur. Zwecks Thema hier. Wir haben mit dem LKW hängen geblieben. Das haben wir jetzt gelöst, das Problem. Und jetzt, ja, habe ich gesagt, komm, fahr ich weiter, schnell mal Holz aufladen. Fällt, dass das Holz weg ist. Und dann. Ja, dann sind wir eigentlich fertig und dann werden wir uns wahrscheinlich erst wieder im Frühjahr sehen, meine lieben Freunde. Also von daher. Ja, so. Ja, doch, das muss schon so. Es ist nur ungefähr. Also, es ist nicht urkompletter Zug. Es ist auch nicht. Also, der Hänger wird wahrscheinlich eh nicht mehr früh werden, aber. Ja. Oder dass ich den Hänger überhaupt brauche, das wage ich sowieso zu bezweifeln, aber hey. Schauen wir einfach mal. Wie viel, dass wir noch Holz herkriegen. Natürlich, je mehr, desto besser, weil. Mehr ist immer gut, weil dann können wir auch wieder einen Kredit zurückzahlen. Wir können unser neues Spielzeug dann bezahlen, sofern er eins findet. Wenn nicht, dann nehmen wir es als Kreditrückzahlung, das Geld. Weil es sind noch knapp 100, ich glaube 140 oder so sind noch offen. Irgendwas um die 140.000 sind noch offen an Kredit. Und dann sind wir auch kreditfrei und ich sehe es gerade, was da liegt. Das wird maximal noch die Zugmaschine voll. Aber wahrscheinlich am Anhänger werde ich auch ein paar draufladen müssen. Oder, naja. Nicht mal unbedingt eigentlich. Oh. Gut. Aber das sehen wir jetzt dann, wenn es so weit ist, hätte ich gesagt. Also. Aber. Also wir haben eigentlich mit wenig Geldaufwand viel Geld, also mit wenig Aufwand oder wenig Investition haben wir eigentlich relativ viel Gewinn gemacht beim Holz. Wenn wir sagen, wir haben die Seilwinde gehabt für, weiß ich was Winde, ich glaube die hat knapp 8.000 oder 9.000 gekostet nur. Vor allem Anführungszeichen nur so wenig. Ja, die haben wir ja jetzt schon mit dem ersten Anhänger vorher mal die ja schon bezahlt gehabt. Also, das ist schon egal, die Sache, muss ich ehrlich gesagt zugeben. So, drei Stämme noch, die kriegen wir vorher noch drauf. Und ja, ich habe hinten den Anhänger dran. Hat aber auch einen gewissen Hintergrund, einfach, dass wir. Ich sag jetzt mal in dem Sinne so gesehen beladen sind. Beziehungsweise der hinten einfach auch ein bisschen, weil hier der Anhänger normalerweise auf der Fläche liegt und da liegt ja jetzt das ganze Holz auf. Also irgendwo muss ich ja den Anhänger hinbringen. Und irgendwo einfach hinstellen kann ja auch nicht, weil der hat keinen Stützfuß dabei. Das heißt, theoretisch würde der mir dann, ja, einen Abflug machen. Ganz blöd gesagt. Also funktioniert das nicht. Naja. Oh, abschmeißen. Ja, bleib nicht da liegen, genau. So. Einer war es jetzt noch, geil. Einen haben wir noch. Genau. Dann haben wir unser ganzes Holz verkauft und ich bin nochmal gespannt, für wie viel insgesamt. Also. Ich bin. Hoppala. Gespannt, wie viel das wir eingenommen haben.
mit dem Holz insgesamt. Das erste waren ja 44 irgendwas. Dann schauen wir jetzt mal mit dem und dann. Ja. Heißt es erst wieder nächstes Jahr. Der Wald ruft. Weil ich bin jetzt fertig mit dem Wald. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist halt im Frühjahr dann das Holz häckseln, aber mehr auch nicht, ehrlich gesagt. Also. Jetzt echt auch nicht recht viel höher dann. Ja gut, okay, das passt. So, der Kran ist geräumt. Wir können Abfahrt. Letzte Ladung Holz, ey, Gott sei Dank. Ah, warte jetzt mal, komm, da machen wir noch mal ein Bild davon. Davon machen wir noch mal ein Bild. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt. Es sieht aber, also den haben wir eigentlich relativ schön aufgelandet, wenn ich bedenke, wie der erste ausgeschaut hat. Also der erste, hier. Unser erster, Anhänger, den wir aufgeladen haben, mit der ganzen, dem Ahorn oder was das war. Oder, ne, das sieht ja aus wie Buche. Ist erwischt. Aber ich glaube, dass das Holz eher nicht so gut im Verkauf war. Wie. Ich sage jetzt mal das andere. Also. Ja, das ist halt so. Fraglich, sage ich jetzt mal. So, jetzt haben wir natürlich hier den Schnee. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht sauber rum. Oh oh. Gehabt. Und dann, ja, schauen wir mal, dann hocken wir uns vielleicht mal zum Mittagessen, hocken wir uns dann vielleicht gleich zu der Dinge ein, zu der Sevenai. Und dann schauen wir mal. Müssen wir schauen. Mit denen aber ein wenig langsam, weil es halt doch Winter ist und doch ein wenig alles glatt ist, machen wir da ein wenig Piano. Genau wie hier sowas. So, na komm, ich fahr raus drüber, ist mir lieber. Was sind denn die heute alle? Hocken die alle? Ach, keine Ahnung. Ist er mir wurscht, ehrlich gesagt, habt ihr willkommen. Zum See, ich weg hinter weh da hinten ums nicht gehabt. Dann kriegt der Günther von mir erstmal einen Anruf. Na, aber da ist ein kleines Wirtshaus, dann fahren wir eh direkt vorbei, also dann können wir auch schnell hingehen zum Essen. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir da drüber kommen, Hanne. Das war eng. So. Jetzt die Ladung Wald.
Und dann ist der Winter beendet für mich. Wo ist mein Zettel? Wo ist mein Kugelschreiber? So, dann genau. Also, fangen wir jetzt mit der Essen, hätte ich gesagt. Oder fangen wir mal in Günther. Ja. So, dann erhoffen wir in Günther. Landhandel Müller, einen wunderschönen guten Tag. Günther, sie haben die Ehre, Kopf wieder. Okay, der Tag war so schön. Ach geil, was hast du denn schon wieder? Was kann ich gegen dich tun? Gegen mich? Ja, gegen mich kannst du gar nicht, der Ungarn vergeht nicht. Okay. Nein, ich würde einfach mal fragen, was du so machst. Ich fahr grad spazieren. Aber ich bin jetzt nicht beim Wirtshaus, ich hätte jetzt gesagt, ich hab mich nur ins Wirtshaus hinter. Ja, dann komm ich ins Wirtshaus. Ich bring einen Besucher mit. Okay. Der stand auf einmal vom Feuerwehrhaus. Ja, wenn man nicht. Ja, ich hol bloß mein Auto, ich fahr den Lastpunkt zurück und dann komm ich mit dem Auto hin. Ja, das passt, ich muss das Auto hier erst einmal heimfahren. Jawohl, okay, gut, passt. Mit dem, wenn ich ins Wirtshaus fahre, dann glaube ich, schlagt mir der Herr Lutz. Gut möglich. Es hat blaue Lichter auf dem Dach und rote Kreuze hinten drauf. Sehr gut möglich. Ich sag nur Bewegungsfahrt. Ja. Was vermutest du, was könnte es für ein Auto sein? RTW. Ja. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich gerade bin. Das ist immer das Schönste, wenn du weißt, was bist. Das ist normal. Kennst du das nicht anders? Lecker, so gut unter Bremse. Ist das da glatt hier genannt? Furchtbar zur Zeit. Soll ich dich am Hof abholen? Nein, ich komm hinaus selber. Weil ich bin ja eh selber in der Nacht. Okay. Jo. Also dann. Bis gleich, wenn ich mir nicht verfahre. Ja, genau. Bis gleich. So, lala. Dann. Als nächstes müssen wir mit dem Albach da arbeiten. Hä? Was ist er da noch an? Von dem. Ach, da ist nur ein Blinker an. Jetzt hat. Dann kann man wieder fort da. Bis nächstes Jahr. Kann man wieder aufhören. Ey, war so blöd festgefahren, Alter. Das ist ja echt. Das war ja schon immer schön. Aber hey. Jetzt fahren wir noch schnell ins Wirtshaus mit dem Günther. Und mit dem Besuch. Bin gespannt, wie es ist. Bin gespannt, wer er ist. Und dann. Ja, und dann war es auch schon wieder und dann können wir uns eigentlich auch schon wieder gehen am Lau, deswegen. Ja. Ist ja nicht mehr lang Winter, weil es oben zeigt, von daher, das passt noch schon. So. Fahren wir bei hinterer. Stimmen sie da oder hier, hätte ich gesagt. Brr. So, da warten wir auf den Günther. Und derweil trage ich mal ganz kurz die Steuern nach. Habe ja kurz Zeit. Trage ich gleich mal die Steuern kurz nach, weil die müssen wir ja eingeben. Und ja, dann schauen wir mal. So.
Wie wir uns jetzt. Gut. Sehr schön. Aber wir müssen jetzt mal was ausgeben. Weil sonst kriegen wir wieder nichts von der Steuer. Sonst müssen wir nachzahlen. Hei, hei, hei. Ja, das ist dann nicht so toll. Mei. Oh, ich war schon wieder lange durch. Oh, und dann auch schon durch, hey. Erstmal schnell gehen wir in der Frei. Den Kampf und den Kampf. Ja. Müssen wir halt warten. Auf ihn. Das Groß kann nur wegen Kürzer gefressen, aber. Mei. Ich komme ans Zeich über immer zum Häckseln und so. Das klangt. Das machen wir gleich Anfang vom Frühjahr und machen wir das gleich, dass das durch ist. Und now. Warten wir halt einmal an, wie es wird. Ja, oder mit ins Häckseln und dann erstmal lachen, bis dass wir irgendwo, dass wir mal was rausgefunden haben, bis da. Wer verkauft, wo, wer es ankauft und sowas, weil. Ja, was kommt da dafür als Auto angefahren? Hei. Das ist ja schon wieder so ein richtig schönes altes Auto. Ui, Alter, die Polter. Das ist ja ein schönes Auto. Oh, der blubbert noch. Servus. Gottfried. Sind aber die. Warte mal. Komm mal her. Hä? Einmal einseifen. Ja. Kurze Fixer, geh her. So. Geschirrt er recht. So. Habt ihr überhaupt offen? Normalerweise schon. Aber jetzt magst du mir nicht mal vorstellen, wer das ist. Das ist der Herr Meier und das ist der Herr Schmie. Hallo Herr Meier. Guten Tag, Herr Schmie. Der Herr Meier ist irgendwie ein Schulspätzl vom Franz. Okay. Und auf einmal vor der Feuerwehr auftaucht, dann haben wir ihn gleich eingesackelt und sind wir auf Bewegungsfahrt gefahren. Ich hab gar nicht gewusst, dass der Franz Freunde hat. Ich dachte immer, Franz, seine Freunde sind. Ich war eigentlich der Einzige, der zu ihm halten konnte. Trotz seiner nervigen Art. Ich dachte immer, dem seine Freunde sind die Bierflaschel. Das hab ich einmal geglaubt. Aber wart's mal. Der sitzt eh im Auto und fährt. Moment. Der geht nicht roh. Naja. Hocken wir uns mal hinten. So, ja. Ging das Media Meier, dann lernen wir uns gleich mal unser Wirtshaus kennen. Hocken wir uns hinterher. Du mit deinen Wortwitzen immer. Bestellst du gleich? Wir kriegen. Herr Meier, was trinken Sie? Sag's bitte nicht ein Mineralwasser. Nee, Bier. Okay. Drei halbe kriegen wir. Nein, mach drei Massen. Haben wir mehr davon. Merci. Ich würde gerade sagen, Massen sind besser. Können wir gleich abholen, hat's gesagt. Passt. Optimal. Und was hast du jetzt heute noch drin noch schnell gegangen? Ja, hör mir auf, der blöde Schnee. Ja. Kann jetzt schon nicht mehr sehen. Hey auf! Hast du es da mitgekriegt, dass ich mich festgefahren hab? Ja. Was ich noch gemacht hab. RTW endlich ausgestattet, der passt jetzt, weil den habt ihr immer nur leer in Garage. Ich bin unschuldig. Genia Flashbacks, oh mein Gott. Oh nein, das sind die Oberbayern Flashbacks. Hallo. So, genau, Moment. Da hat er mit dem Kado. Merci dir. So, Gottfried, jetzt nimmst du mal das Massal. Jawohl. Dann setzt O. Ja. Moment. Herr Meier, für Sie. Ja, danke. Auch für mich und Prost. 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 So. Ah, der war gut. Ja, Herr Meier, ja. Wenn wir schon mal beim Bier sind, ich hasse das mit dem Sie gewaltig. Ich bin der Günther.
Okay, Ich schließe mich an, ich bin der Gottfried. ich bin der Jürgen. Servus, Jürgen. Und ich bin gleich wieder da. Hab so das Gefühl, der holt eine Packung Schnee. Nee, ich habe eher das Gefühl, der will mal wieder rutschen. Sag ich doch. Es macht ohne Franz keinen Spaß. Ja, der Franz war auch immer so einer, der Ja. immer, immer. Der gerne mal einen durchdrehen lassen hat. Ja, ein. Der Gosmas, und der war immer noch nicht fertig. Na. Die Noster waren nicht ruhig gekriegt an dem Doch. Aber Ist mal lustig. soll ich immer sagen, was der mal während der Schulzeit gemacht hat? Na, 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 wollen wir gar nicht Leben wissen. hier ist gescheiter, weil sonst meine ich, wenn man blöd. Na, wie ist das? Hallo. Mal kurz rüber. Da, bei fürs Brennholz mal. Respekt. Du Brennen hast ist da schon genug Holz. angefangen, oder? Hä? Hast da schon angefangen, oder? Na. Ich Ach, brauche ja erst den apropos. Kirby von dir, den Palettenkirby. Ich wollte gerade sagen, apropos, du wolltest mit mir eh noch reden. Jetzt sitzt mal gerade beim Bier zusammen. Genau, bei Isen dies Hackschnitzel oder was? Ist im Aufbau, ja, da habe ich heute mit dem Bürgermeister geschmerzt. Ah, passt. Nein, Entschuldigung, da habe ich vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen mit ihm geschmatzt. Okay. Ja, weil ich will wahrscheinlich die nächste Zeit jetzt einmal häckseln. Ich will es bei mir da Alles oben im klar. Silo erstmal reinfahren, bis das dann bei dir das vierte ist und dann kriegst du es einmal einen Schwung. Na, das passt. Ich weiß halt nicht, wie viel das wären, also ob es gelangt alles, weißt du. Alles gut, alles gut, alles gut. Nächstes Jahr kriegst du mehr. Kisten holi? Ja, der Das muss man. wäre. Muss man dann bloß Bescheid sagen, weil dann hol ich's gleich auch. Wenn du. Ja, da. Die stelle ich da zum Paul dann hin. Ja, stößt es für die, mir ist es wurscht. Ja, das machen wir noch. Ja, weil einer Lodi ist dann bei mir um Hänger auf, gleich, weißt du schon. Dann hab ich's gleich drum, dann stell ich bloß im Wohn neben das Holz hier und auch. Kann ich's gleich einschmeißen und einschlichten. Moment, ich bin gleich wieder da, Gottfried. Jo. Oh, die nächste. Komm's mal her. Einmal Seifen! Wenn er mal recht blöd wird, einfach ohne reinhauen. Passt schon. Ich glaube, da oben ist gerade eine Schneedusche auf euch gekommen. Au weh, au weh. Da drüben steht von der Gmur der Lader. Geh mal her, du Arschloch. Aber ich darf Achtung, mir jetzt Schneeball! sagen. Aua! Jetzt haben wir quitt, passt. Soll ich da mal sagen? Die Ehre Wenn's am gebührt dir. schönsten. Wenn's am schönsten wird, soll man aufhören. Richtig. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen, die wir so produziert haben die letzten Tage. Es wurde sehr, sehr rutschig. Es wurde mal was Neues im Schnee. Wir haben den Schnee selber noch nicht so oft gehabt. Das hat man uns auch, glaube ich, in den Aufnahmen angemerkt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns trotzdem gerne ein Däumchen da. Und Abo nicht Und vergessen. ein Und Abo die Glocke nicht und vergessen. genau, und über nette Kommentare freuen wir uns auch. Ich werde euch jetzt wieder öfter auf die Nerven gehen. Meine Pausezeit ist vorbei. Der Sagt Herr er jetzt. Lutz übernimmt erst wieder, wenn ich mal wieder Pause brauche. Aber ja. Hier ist nochmal 2 Schneebälle in euer Gesicht. Gottfried, hast du noch was zu sagen? Na, ich habe eigentlich nichts mehr zum Song. Na, ich habe Schaut's nichts mehr zum Song. Ich würde sagen, schaut's auf jeden Fall beim lieben Gottfried vorbei. Genauso umgekehrt für meine Zuschauer. Der ist da unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr. Jetzt muss er noch mal Werbung machen. Für was? Sachen kaufen. Ah ja, genau.
Und zwar bei mir haben unten in der Videobeschreibung haben bei mir zwei Links drin, da könnt ihr euch in alles 22 vorbestellen, einmal als PC-Download und einmal als PC-CD-Version. Und ja, wie es der Günther eigentlich gesagt hat, Like, Abo nicht vergessen, Feedback in die Kommentare reinklatschen. Unten in der Videobeschreibung haben die Links zum jeweilig anderen YouTube-Kanal und ja, mir geht's eigentlich nicht zum Song, ich darf sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, haut's rein, ja, wir hören uns, bis dahin. Ciao, ich hab noch eine Sache. Ah, der hat noch was. Ich hoffe, du nimmst noch. Ja. Wie gesagt, jetzt hat man 3 Folgen Schnee. Bitte erschreckt beim nächsten Mal nicht. Wir werden den Schnee entsorgen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich sag das bei meinen Zuschauern immer ganz gerne davor. Das war's der Gottfried auch. Und jetzt, für's euch, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Ehre.